Oh, mir fällt gerade ein, meine Fingernägel, naja gut, nicht alle, aber beziehungsweise dieser Fingernagel und der auch, passt ja voll gut zum Klassenbuch. Als hätte ich das extra gemacht. Mann, Chanel, wie war eigentlich deine Nachhilfe? Ich will da nicht drüber nachdenken, Bibo. Ew. Aber hast du denn jetzt bestanden? Ja, natürlich habe ich bestanden. Also, man kann ja eh nicht sitzen bleiben zum Halbjahr, aber naja, trotzdem, also, nee. Ja, danke, dass du fragst. Bei mir war es auch ganz fürchterlich. Hey, Leila. Sag mal, wo ist Tessa denn eigentlich? Warum sitzt du jetzt da? Und warum wollte die keine Nachhilfe? Warum musste ich das alleine machen? Ja, Tessa braucht Ich fand das voll ungerecht. Ja. Guten Morgen. Ja, warum Tessa keine Nachhilfe hatte? Keine Ahnung, weil sie die Arbeit nicht verweigert hat. Also wundert mich eigentlich bei ihr. Aber naja, sie kommt auf jeden Fall später. Sie hat noch irgendeinen Termin. Sie hat mir natürlich nicht erzählt, worum es geht. Ich habe dreimal gefragt, aber sie meinte, das geht mich nichts an. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall freue ich mich auf Kunst. Habt ihr eigentlich die Jackson-Kreide besorgt? Die war so teuer. Und ich hoffe, dass wir die wenigstens öfter benutzen und nicht nur einmal. Hä? Was ist Jackson-Kreide? Chanel, kennst du Jackson-Kreide? Hat das was mit Michael Jackson zu tun? Nein, Bibo, die hätten wir doch kaufen sollen. Beziehungsweise ich habe die gekauft. Naja, keine Ahnung. Ja, also ich weiß auch nicht, wofür man die benutzt, aber ja, Oma hat die ja gekauft, so. Oh, da kommt ja Philipp. Guten Morgen, Schüler. Wie ihr schon... Morgen. Mein Hals ist ganz kratzig. Ich kann heute keinen Unterricht machen. Ich gehe wahrscheinlich wieder nach Hause. Macht einfach, was ihr wollt. Und ich hoffe, ihr habt die Jackson-Kreide mitgebracht. Hä? Ja, ich habe die extra gekauft. Aber wir können doch auch... Hä? Ist das jetzt dein Ernst? Ich meine, wieso geht der einfach? Ich meine, wir sollten doch eh was malen mit der Jackson-Kreide. Da muss er doch gar nicht großartig reden. Oh, da haben wir aber Glück gehabt, dass er jetzt wieder geht. Ich habe die Jackson-Kreide ja überhaupt nicht. Ich wusste ja nicht mal, dass sie überhaupt existiert. Doch, Bibo, wir haben die. Aber ich finde, gefeuert werden. Ich finde, er sollte gefeuert werden, weil der kann doch nicht einfach wieder gehen. Also er sollte auch keinen Kunst unterrichten. Aber ich finde, wir sollten gehen oder wir sollten Kaffee holen. Also darf ich dann jetzt deine Kreide benutzen, um Kunst zu machen? Hier direkt neben dir mache ich Kunst. So. Ich will nicht, dass du neben mir Kunst machst, Bibo. Hör auf, ich will keinen Kunstunterricht. Okay, ja, wenn wir das nicht machen können, wir können ja was spielen. Eine Challenge oder so. Das haben wir schon voll lange nicht mehr gemacht. Ja, wenn wir jetzt keinen Unterricht haben, dann kann ich ja essen. Leila, was hast du da? Das ist Pizza. Oh, das sieht voll lecker aus. Kriege ich da was von? Nein, ich habe nur noch ein Stück. Die ist von gestern Abend. Oh Mann, ich habe überhaupt nichts. Ich habe keine Jackson-Kreide, ich habe keine Pizza. Was ist denn da drauf? Thunfisch und Schafskäse und Paprika und Zwiebeln. Warum? Ich weiß was. Wir können doch spielen, Wahrheit oder Pflicht. Pflicht, gib mir deine Pizza. Nein, so funktioniert das nicht. Bibo! Oma hat auch gesagt, du sollst keine Zwiebeln essen. Ja, die Zwiebeln kannst du auch weglassen, aber den Rest möchte ich bitte. Nein. Das ist deine Pflicht. So funktioniert das Spiel nicht. Wie funktioniert das denn? Naja, Wahrheit oder Pflicht, kennst du das etwa nicht? Okay, man redet nicht mit vollem Mund. Moment. Du musst mich ja fragen, Wahrheit oder Pflicht, dann wähle ich was aus. Du kannst doch nicht einfach sagen, Pflicht, gib mir deine Pizza. Ach so, okay. Wahrheit oder Pflicht, Leila? Wahrheit. Okay, möchtest du mir deine Pizza nicht voll gerne geben? Nein, natürlich nicht. Das hat doch nichts mit Wahrheit zu tun, Bibo. Ach so. Chanel, kannst du ihm das mal richtig erklären? Das ist ja nicht... Ja, okay, Chanel, mach du mal. Ja, ach, Bibo, dieses Spiel, das macht man doch auf so Kindergeburtstagen immer. Also, ja. Also eine Person ist dran, eine Person darf anfangen und die fragt dann halt Wahrheit oder Pflicht. Man kann auch so eine Flasche nehmen und die drehen so. Guck mal, die dreht sich dann. Ist die fest? Ja, die ist fest. Gut. Also die dreht sich dann und dann zeigt die auf mich und dann, Der Fisch ist dran. Fragst du mich, Wahrheit oder Pflicht? Ich habe sie schon gefragt. Ja, aber mach du jetzt. Ich mache ja nur ein Beispiel. Ja, mach jetzt ein Beispiel. Also, wir spielen schon längst. Genau, ich bin dran. Ja. Also ich bin von der Flasche ausgesucht worden. Man kann das auch ohne Flasche spielen eigentlich. Ist vollkommen egal. Also, ich bin dran und dann fragst du mich, Wahrheit oder Pflicht? Aber das habe ich doch gerade schon mit Leila. Ja, dann sucht man sich was aus. Nein, du musst mich jetzt fragen. Los. Okay, Bibo, Wahrheit oder Pflicht? Du darfst dir eine Sache aussuchen davon. Und du musst das dann machen. Ja, Pflicht. Dann, du könntest dem Fisch einen Heiratsantrag machen. Okay, das mache ich. Okay. Und wenn du Wahrheit gesagt hättest, dann hätte ich dir eine peinliche Frage gestellt. Oh, welche denn? Und nicht solche Fragen stellen wie, möchtest du mir nicht das und das geben? Das ist halt doof. So. Weil das passiert ja da nicht wirklich. Ich hätte bei Wahrheit nochmal gefragt wegen der Pizza. Okay. Bibo, ich möchte hier nicht bei sein. Ich gehe davon weg. Das ist mir unangenehm. Ein Heiratsantrag. Bitte, geh weg. Ich lasse mich hier weg. Ich habe gar keinen Ring. Mist. Der Fisch hat auch keine Finger. Ach so, das ist ja gut, aber er hat eine Flasse. Okay. Liebste Frau Barsch, möchtest du für immer mein Fischstäbchen sein? Sie antwortet nicht. Oh nein. Das ist so unangenehm.
Das ist das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben jemals gesehen habe, Bibo. Also ich weiß... Ach, das hat doch schon wieder gar nichts mit dem Spiel. Warum haben wir das nicht gefilmt? Das hätten wir auf TikTok veröffentlichen können. Aber das wäre sowas von, auch wenn ich keinen TikTok habe, aber... Ja, Bibo. Komischer also. Junge heiratet Fisch. Mhm. Naja, wie auch immer. Also ihr beiden habt ja jetzt noch gar keine Interaktion gehabt. Leila, du musst jetzt Chanel fragen. Nein. Also gut. Na, aber oh, eigentlich das sieht aber auch lecker aus. Ja, eigentlich geht das so nicht. Ich bin jetzt die Flasche. Na gut, okay. Leila. Okay, Frage an dich. Ich will die Wahrheit... Wahrheit oder Pflicht musst du erst fragen. Oh, Upsala. Wahrheit oder Pflicht? Kannst auch Pflicht nehmen. Nee, ich nehme Wahrheit. Okay. Dann hätte ich gerne gewusst, weil ich habe ja schon mal... Also, seid ihr wirklich... Also, ihr seid ja verwandt, ja, aber... Ich habe mich schon immer gefragt, ich will darüber nicht ob reden. Bibo nicht dein Bruder ist eigentlich. Nein, also das ist die Wahrheit. Bibo ist nicht mein Bruder. Also wirklich aber nur dein Cousin. Ich möchte da nicht weiter drüber reden. Aber das, du hast ja jetzt weit genommen, also musst du auch die Wahrheit sagen. Es ist die Wahrheit, wir sind keine Geschwister. Nein. Sondern? Ja, so unsere Väter Cousin. Sind Brüder. Also Cousin wir haben die gleiche Oma, ja. Okay. Aber ich will da nicht weiter drüber reden. Warum willst du da immer nicht drüber reden? Okay. Ich glaube, das war keine gute Idee. Bibo, möchtest du was von meinem Brötchen? Dann brauchst du nicht in den Fisch beißen. Nein, alles gut. Aber das war irgendwie voll langweilig wieder von dir, Leila. Naja, dann mach du jetzt mal Wahrheit oder Pflicht und dann zeige ich dir mal, wie das nicht langweilig geht. Und ich zeig dir mal, dass ich überhaupt nicht langweilig bin. Also ich nehme Pflicht und zwar, weil ich nicht langweilig bin. Okay, also ich könnte dich jetzt natürlich dazu bringen, mir deine Pizza zu geben, aber das wäre ehrlich gesagt auch langweilig von mir. Deswegen, ich habe eine Idee. Zerreiße eine Seite im Klassenbuch! Was? Los, Leila! Nein, bist du verrückt? Doch, das ist deine Pflicht. Nein, das geht doch viel zu weit. Doch, ich kann doch nicht einfach aus dem Klassenbuch... Nein, du weißt, dass das Klassenbuch... Die Regeln sind die Regeln. Wichtig ist, da kann ich das doch nicht zerreißen. Was meinst du, wie viel Ärger ich bekomme? Bibo, nein, lass das da liegen. Oder gib mir deine Pizza, aber eigentlich nur einen das. Bibo, das kann ich doch nicht machen. Ach, doch, Leila, mach! Chanel, warum machst du das nicht? Leila, du sagst, du bist nicht langweilig. Also? Also ich soll jetzt da wirklich... Das sieht doch keiner. Natürlich, die gucken da doch nie rein. Das fällt doch voll auf. Da gibt es 364 Seiten, so. Und das wird voll auffallen, wenn 364? Ja. Warum das denn? Keine Ahnung. Aber, also soll ich das jetzt wirklich einfach... Ja. Aber irgendeine... Ja. Ich nehme aber eine Seite, wo noch nichts geschrieben ist. Mhm. Ach, na gut. Aber nicht die allerletzte. Nein. Das ist wirklich keine gute Ach, das Idee. Kann ja auch mal so passiert sein. Aber ihr habt nichts gesehen. Ihr werdet mich nicht verpetzen, oder? Doch, ich hab das gesehen. Ja, aber du wirst mich natürlich nicht verpetzen, oder? Wenn das die Pflicht ist, die ich nachher nehme, vielleicht nicht. Oder so. Chanel, sag doch was. Sag doch, ihr werdet mich nicht verpetzen. Mach endlich! Nicht. Nein, zerreißen, nicht rausreißen. Wie zerreißen? Also so in der Mitte, dass man schon sieht, dass das so zerrissen ist. Das ist halt noch schlimmer. Boah, Leila, du hast es echt gemacht. Bist du total wahnsinnig? Nein, ich das bin... Das ist das Klassenbuch, du kannst das doch nicht einfach zerreißen. Was hat er gesagt, ich soll das machen? Ja, ich weiß. Ich bin halt nicht langweilig. Und jetzt pack das weg, das ist ja ein Beweis. Ich will das auch nicht haben. Wo soll das denn jetzt hin? Das hier. Ich war das nicht, ja? Mann. Okay. Wo hast du die Seite jetzt hingetan? Ja, ich habe das da versteckt unter deinem komischen Fisch. Ah, das will ich aber nicht. Egal. Chanel, ich glaube, du musst mir jetzt wieder Fragen stellen oder so. Also, Bibo, Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme Pflicht, weil ich auch nicht langweilig bin. So. So, Bibo. Mir meinen Fisch wieder. Hier ist deine Verlobte. Ja, danke. So, also, Bibo, also du hast ja nochmal Pflicht genommen. Es nimmt nie jemand zweimal Pflicht hintereinander. Das ist richtig dumm von dir, Bibo. Das macht man einfach. Ja, aber ich sage eh immer die Wahrheit. Das wäre ja langweilig. Naja, es fragt dich auch niemand interessante Dinge. Also, Bibo. Ja. Du kennst doch Marcel aus der C. Ja, den kenne ich und den mag ich so gar nicht. Also, Bibo, geh mal zu Marcel aus der C und sag, dass du super gerne in die C wechseln würdest, weil die C die coolste Klasse ist und du so gerne auch in die C gehen möchtest, weil du auch gerne cool wärst. Ja, also das stimmt, die C ist cool, aber das will ich Marcel... Nein, das ist doch nicht cool, Bibo! Das ist alles gelogen! Doch, das C steht für cool. Das steht aber, nicht für cool! Aber das steht für cringe! Nein, die C cool. Aber ich will das Marcel doch nicht sagen. Das ist doch... Das ist cringe! Nein, du gehst zu Marcel und du sagst ihm das! Aber... Okay! Ach, da ist er ja schon wieder, wie immer bei den Mülltonnen. Hey, Bibo! Was willst du hier? Hey, Marcel! Du kannst ja nicht sagen, dass sie die Mülltonnen, die sind nur die Coolen ja, aus der C! Ja, ich weiß, dass da nur die Coolen aus der C sind. Hau ab, Bibo! Warte mal, wo wir gerade beim Thema sind. Husch!
Ich würde total gerne auch in die C wechseln, weil das so cool ist. Das hat doch auch nichts mehr zu tun! Hau ab, Bibo! Du kannst ja nicht sein bei uns! Marcel, das C in deinem Namen steht auch für cool. Mein Name wird nicht mit C geschrieben! Nein, wie denn? Aber, hä, wie schreibt man das denn dann? Das geht nicht gar nichts an, hau ab! Und okay. Ich bin mit dir! Mann! Und Bibo, wie war's? Gehst du jetzt in die C? Nein, er hat gesagt, er hat damit gar nichts zu tun. Und außerdem hat er gesagt, sein Name wird auch nicht mit C geschrieben. Ich dachte, alle in der C werden mit C geschrieben irgendwo im Namen, aber... Ew, es ist mir vollkommen egal, wie Marcells Name geschrieben wird. Bibo, das ist eigentlich voll peinlich, dass du mit dem überhaupt gesprochen hast. Ja, ist es auch. Du solltest nicht mit dem sprechen. Nein, weil ich mag den ja nicht. Der ist viel zu cool. Der ist überhaupt nicht cool. Das ist Marcel aus der C. Das war so peinlich und blöd. Mann, Leila, warum hattest du so eine doofe Idee, da zu spielen? Oh, Bibo, ich habe noch eine Frage an dich. Bibo, was ist das Peinlichste, was dir je passiert ist? Das gerade. Wann hast du das letzte Mal geweint? Und warum? Ja, eben vor 5 Minuten habe ich geweint. Ja, warum? Und wann hast du das letzte Mal warum, geweint? Warum? Weil ihr gemein zu mir wart. Leila hat gefragt, ob wir verwandt sind. Ja, Leila, das ist alles richtig blöd, was du wieder gemacht hast. Hä, bitte was? Aber ich habe doch... Das war doch gar nicht meine... Hä, wieso gibst du mir jetzt die Schuld? Aber ist mir auch egal, Bibo. Das ist alles blöd gewesen so und ich werde jetzt malen mit der Jackson-Kreide. Die habe ich nämlich extra gekauft und die war schweineteuer.